Hallo ihr Lieben, wie versprochen werde ich versuchen, mein Wohnzimmer ein bisschen umzubauen, um euch dann zu zeigen, wie wir nach Möglichkeit mit Dummies arbeiten. Ganz wichtig zu dem Thema, Dummy-Training hat etwas mit Apportieren zu tun. Und wenn euer Hund noch nicht apportieren kann, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dem Hund erst das Apportieren beizubringen und danach anzufangen, mit dem Dummy zu arbeiten. Sollte es Fragen dazu geben, ich habe ganz, ganz detailliert aufgeschrieben, wie man es aufbauen sollte in puncto Apportiertraining, in puncto Dummy-Training. Ihr könnt all das ohne Probleme bei mir jederzeit auch per E-Mail anfordern. Wenn es Fragen gibt, egal welcher Art, dann geht einfach hin und schreibt mir eine Runde. Hallo und willkommen zurück. Ihr wundert euch vielleicht, warum die Perspektive so anders ist, aber ich muss euch sagen, unser gestriger Dreh ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Mehr aufgrund meiner technischen Fähigkeiten und weniger aufgrund des Wetters. Aber gut, ich wollte euch kein Video zur Verfügung stellen, wo die ganze Zeit jemand spricht, der aber keinen Kopf hat. Deswegen machen wir das Ganze heute nochmal. Was wir brauchen auf der einen Seite ein Leckerbeutel, wenn ihr wollt, ein Klicker. Es gibt Hunde, die reagieren unglaublich auf den Klicker, insbesondere wenn wir im Aufbau sind des Apportierenlernens, ist ein Klicker durchaus sinnvoll. Wenn der Hund es mal verstanden hat, kann er natürlich auch ohne Klick arbeiten. Wenn wir jetzt an dieses Apportieren rangehen, wollen wir in zwei bzw. drei verschiedenen Phasen arbeiten. Auf der einen Seite muss der Hund erstmal lernen, dass er etwas empfangen hat und dass er das, was er empfangen hat, auch wieder mir zurückgibt oder mit mir tauscht. Tauschen aus dem Grund, weil meistens gibst du mir was, gebe ich dir was. Das heißt, was kriegt der Hund von uns? Meistens ein Leckerchen. Machst du super. Wir gucken mal, was sie davon hält. Lissi? Holz. Ja, super. Und gib. Super. Das heißt, ihr seht schon, sie findet Apportieren super genial. Ich mache es jetzt Stück für Stück, dass ihr wirklich die Möglichkeit habt, dem auch zu folgen. Meine Empfehlung, ihr seht hier die kleine Öse. Wenn der Hund es lernt und insbesondere ihr dann über den Wurfmechanismus, selbst wenn es kurze Strecken sind, zu Beginn arbeitet. Sichert euch das Dummy, weil dann könnt ihr den Hund notfalls einholen, wie es für gewöhnlich mit dem Fisch getan wird. Lissi? Was? Super. Eine Hand. Super. Gut gemacht. Die Crème de la Crème liebt es, wenn man apportiert, dass der Hund auch einem Vorsitz bzw. sitzt, bevor man den Dummy oder das Dummy abnimmt und den Hund bestätigt bzw. ihm ein Leckerchen gibt. Ich persönlich sage sowohl als auch. Also gerade wenn ich in dem Bereich am Arbeiten bin, dass ich es im Assistenzhundewesen einsetzen möchte, dann kann eventuell der Betroffene nicht so schnell zugreifen. Dann sollte der Hund wirklich mit was auch immer er apportiert hat, im Maul da sitzen und darauf warten, bis er es abgenommen bekommt. Wenn wir regulär just for fun in der Hundearbeit unterwegs sind, kann es absolut ausreichen, dass der Hund es einfach zurückbringt und freiwillig ausgibt. Lissi? Holz! Super! Lissi? Gut! Super gemacht! Ihr seht, auch sie hat versucht, alles auszuprobieren, am besten gleichzeitig, weil, dass sie vorsitzen muss, um das Dummy abzugeben, das hat sie bisher auch noch nie gemacht. Dementsprechend haben wir gesagt, hast du dich jetzt verschluckt? Haben wir gesagt, wir probieren es einfach. Gucken, wie es funktioniert und notfalls wird es halt eben wiederholt. Ist sie? Was? Super. Hast du dich verschluckt? Jawohl.
Super gemacht. Super gemacht. Das heißt, nehmt euch auch die Zeit. Ihr habt eben gesehen, sie hat sich verschluckt. Wir warten. Wir fallen da nicht in Panik. Wir holen uns nicht das Dummy selbst, sondern wir lassen den Hund da einfach mal durcharbeiten. Weil letztendlich, genauso wie bei uns, kann es auch dem Hund passieren, dass er wirklich mal, wie man so schön sagt, durch die falsche Röhre atmet. Next Step. Jetzt kommt das Thema, was ich gesagt habe. Ihr habt den Dummy nicht mehr unbedingt in der Hand, sondern werft ihn ein Stück. Jetzt kommt dieses Thema, dass ich sage, wenn der Hund es noch nicht kennt und wenn er noch nie apportiert hat, macht das fest, damit der Hund nicht mit dem Dummy stiften gehen kann. Bereit? Fertig? Und hol's. Super. Gut gemacht. Super. Ihr könnt an dem Punkt auch sehr, sehr schön grundsätzlich Grundgehorsam kombinieren mit dem Dummy. Einfach aufgrund der Tatsache, weil der Hund zum Beispiel warten muss, bis er los darf. Ja, oder nur auf Kommando A, B und C kann. Das heißt, wenn wir es jetzt als Wurfgegenstand, gleichzeitig Reizkontrolle, die dann gearbeitet wird, einsetzen, kann es ohne weiteres sein, dass der Hund am Anfang vielleicht sagt, oh, da will ich aber hinterher. Dann geht hin, nehmt euch die Zeit, zieht dem Hund ein Geschirr an und anstatt das Dummy, was festgemacht wird, wird der Hund festgemacht. Kann auch Spaß machen. Bissi, komm mal her. Sitzen. Warten. Warten. Ihr seht, wie die Körperbewegung schon fast da war. Deswegen deute ich das Werfen an, bevor es dann tatsächlich gemacht wird. Warten. Und hol's. Super. Gute Maus. Spitze gemacht. Ja? Das heißt, auch das ist eine Sache, die der Hund sehr schön findet oder finden kann. Und auf die Art und Weise spielerisch wirklich dieses Abortieren bzw. die Restriktion, die er ja automatisch hat, wenn wir über die Reizkontrolle sprechen, wo er hinterher möchte, aber nicht hinterher darf, um das dann dementsprechend einzusetzen. Sollen wir es noch einmal wiederholen? Noch einmal mit Reizkontrolle. Komm mal her. Sitzen. Super. Das heißt, gerade dieses Thema, dass dieses wundervoll fliegende Objekt nicht gejagt werden darf, kann für einen Hund sehr, sehr anstrengend sein. Nehmt euch bitte auch da Zeit. Warten. Und holt's. Super. Und mit Zeit meine ich wirklich, dass ihr auch selbst Ruhe bewahrt. Es kann nicht immer alles beim ersten Mal funktionieren. Und der Hund soll ja an dem Punkt wirklich auch Spaß haben. Deswegen die Möglichkeit, entweder das Dummy fixieren oder aber den Hund. Keines wird er euch übel nehmen. Ihr seht, es ist letztendlich diese Motivation so hoch, dass man sagt, man möchte unbedingt arbeiten. Sollen wir jetzt mal außer Sichtweite? Weil ihr könnt darüber auch super, super gut die Nase einsetzen. Sprich, der Hund kriegt ja mit, da ist was. Weil oftmals in dem Dummy über einen Reißverschluss auch Futter drin ist. Der Hund kann auch daraus gefüttert werden. Heißt, wir haben die Möglichkeit, den stärksten Sinn des Hundes, nämlich die Nase, an dem Punkt zu trainieren und zu arbeiten, was gleichzeitig auch dazu führt, dass der Hund im wahrsten Sinne des Wortes müde wird. Ne, mein Schatz? Wir gehen jetzt mal über das Verstecken kurze Distanz. Bissi, komm mal hier. Sitzen und warten. Super. Und apart. Ihr seht schon an der Bewegungsgeschwindigkeit. Super. Es ist mehr Konzentration da. Man geht langsamer. Man weiß ganz genau, ich muss mich jetzt konzentrieren. Und dieses Spiel
Ja, manchmal lasse ich es 2 Minuten zu, aber ihr wollt es nie so lange zulassen, dass der Hund tatsächlich das Dummy selbst öffnen kann. Lissi? Ja, aber. Gut. Super gemacht. Super. Nächster Schritt, weitere Distanz. Liss? Und warten. Super. Und ab heute. Man hört schon am Trampeln, dass sie es gefunden hat. Super. Gut gemacht. Und jetzt kommt die Steigerung. Das heißt, ich arbeite nicht nur mit einem, ich arbeite mit zwei. Das heißt, für den Hund und achtet bitte drauf, dass ihr auch das Stück für Stück arbeitet. Nicht, dass ihr einen Hund habt, insbesondere bei Labradoren kommt das vor, der versucht, so viele wie möglich Säcke gleichzeitig ins Maul zu kriegen und dann zu sagen, ich hab sie alle geholt, kriege ich jetzt eine extra Lecker. Nein, geht bitte hin, bestätigt eins nach dem anderen, weil genau darüber könnt ihr auch den Hund Stück für Stück dann müde machen. Wir probieren es jetzt mal mit zwei. Liss, komm mal hier. Lissi. Sitze. Und warten. Und holt. Das heißt, diese Motivation, die der Hund uns jetzt zeigt, die wollen wir natürlich aufrechterhalten. Wir gucken jetzt mal, weil ich gehe davon aus, wenn ich es richtig höre, sie ist jetzt gerade mit sich selbst im Zwiespalt, ob sie mit einem zurückkommt und dann nochmal läuft oder vielleicht sogar versucht, beide zu bringen. Lissi, abort! Und danach ist es, glaube ich, auch gut, weil sie hat schön gearbeitet. Wir haben sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit aneinandergereiht. Und das ist natürlich auch für einen Hund immer anstrengend. Lissi, abort! Super, gutes Mädchen. War das so schwer zu überlegen, ob man mit einem kommt oder ob man beide kriegt? Und jetzt darfst du zur Belohnung das zweite holen. Fertig? Und abort. Und ihr seht an der Art und Weise, wie sie am Hecheln ist, dass es wirklich anstrengend ist. Wir wollen an dem Punkt... Super! Gut gemacht! Hast du fein gemacht! Wir wollen an dem Punkt den Hund niemals überarbeiten, sondern er soll immer mit Spaß, am besten in einer Situation, wo er gerne noch weiterarbeiten würde, genau dann ist für uns die rechte Zeit da, um aufzuhören. Und genau das machen wir jetzt auch. Du darfst eine Runde schlafen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet auch das ein oder andere mitnehmen. Konntet eventuell darüber, dass ihr gesehen habt, dass ein Hund gearbeitet hat oder wie ein Hund gearbeitet hat, das eine oder andere für euch klarer bekommen. Wenn noch Fragen sind, schreibt es unten rein. Entweder schreibt ihr mir direkt eine Mail, die Mailadresse bekommt ihr angezeigt, oder schreibt es unten in die Kommentare und dann werde ich natürlich hingehen und werde euch dementsprechend die Information geben. In diesem Sinne, alles Liebe von Weihnachten.